Über viele Generationen hinweg haben die Hun-Könige über das Königreich der Wanlang geherrscht und durch Technologie und Industrie viele Verbesserungen umgesetzt. Die eingeführten Bewässerungsmethoden haben zu einer zuverlässigen Versorgung mit Reis als Grundnahrungsmittel für eine wachsende Bevölkerung geführt. Doch ihre Dynastie war auch von ständigen Kriegen gezeichnet, die einen hohen Tribut von den Dörfern und Städten des Landes forderten. Der König der Hun ist versessen darauf, sein Land zu vergrößern. Deswegen wendet er seinen Blick nun auf die Stämme im Norden und sendet seine Armeen dorthin aus. Wir spielen im Preview Stream einen Tag vor Release, nachher auch auf YouTube eine Aufzeichnung des neuen Stronghold Warlords. Das ist ein Aufbaustrategiespiel querstrich, ein Echtzeitstrategiespiel querstrich, eine Wirtschaftssimulation und führt uns in den fernen Osten diesmal. Die ganze Stronghold-Reihe ist ein Fest gewesen, die ersten Teile, die späteren nicht mehr so ganz, für Fans halt von Aufbaustrategie, von historischen Spielen, wo man Burgen gebaut hat, wo man um einen Bergfried herum, mit dem man gestartet hat, eine kleine Siedlung errichtet hat, man hat die Bürger angelockt mit niedrigen Steuersätzen und hohen Lebensmittelgaben. Irgendwann hat man dann viel Nahrung gewonnen und konnte die Steuersätze dann erhöhen zum Ausgleich. Die Veteranen wissen, worum es geht. Zufriedenheit erhöhen, Leute kommen rein, müssen durchgefüttert werden. Leute können Waffen produzieren, Rüstung produzieren. Irgendwann haben wir Truppen ausgehoben, schicken den auf den Feind oder bemannen zumindest unsere Burgen, unsere Zinnen, unsere Mauern, wenn die Angriffswellen der Feinde kommen. Das war der Original Stronghold, spielte seinerzeit im Mittelalter. Danach gab es ein paar weitere Teile. Die ersten sind wirklich legendär. Die danach hatten teilweise ein paar viele, viele Bugs zu viel. Rund ums Release entwickle immer noch dieselben Firefly Studios aus England, aber das war dann später ein bisschen schwieriger. Das hier, es ist das erste Stronghold, das halt mittlerweile in eine ganz andere Welt führt, in den fernen Osten. Vietnam, China, Mongolen, Mongolei. Wir beginnen gleich die Einzelspielerkampagne, die ich euch zeigen werde, im dritten Jahrhundert vor unserer Zeiten, vor der Zeitenwende, also ungefähr im Übergang von der Bronze in die Eisenzeit. Stronghold Warlords. BB, Writing Bull, bei mir seid ihr auf Twitch, gerade live. 465 Zuschauer, jetzt schon da, ganz früh und mit dabei als Chat-Kommentator, Chat-Moderator ist Marcel. Hi Marcel. Liebe Grüße und guten Abend. Ich zeige euch mal alles drin, alles was drin ist im Spiel und dann zocken wir mal gemeinsam die Einzelspieler am Kanban der rein. WB Writing Bull bin ich, streame täglich, im Augenblick täglich, jeden Abend auf Twitch und halt sehr viele Spiele, genau in diesem Grenzbereich zwischen Aufbau und Strategie. Meistens Spiele, die so ein bisschen gemütlicher sind. Es sollte nicht zu hektisch werden, sonst fühle ich mich irgendwann unwohl. Das ist zwar Echtzeitstrategie, man kommt aber gut durch, selbst so die Leute, die so ein bisschen gemütlicher sind wie ich, kommen da eigentlich ganz gut mit klar, finde ich. Falls euch das Spiel interessiert, kleiner Tipp noch, zum Release, das wird sein am 9.3. von uns ausgerechnet halt 24 Stunden später. Release soll sein 9.3. abends um 19 Uhr, wurde mir gesagt. Und ab Release gilt das hier, ein Community-Gutscheincode bei Games Planet, den ich mir geholt habe für euch, für zwei Versionen, für den einfachen Steam-Key und außerdem für die Special Edition. Die beinhaltet auch das Spiel und diverse kosmetische Geschichten, Artbook und Soundtrack und eine Doku und anderes mehr. Und außerdem noch das Original Stronghold in einer HD-Version ist in der Special Edition auch noch mit dabei, sodass man das auch auf großen Bildschirmen noch gut wieder spielen kann. Dabei entstehen diese Preise, die ihr dort seht. Achtung, das ist dann befristet. Bis zum 6. April gilt das Angebot und dieser Community-Gutscheincode, den ich habe, wie der Code heißt und über welchen Link der funktioniert, wird auf Twitch gerade gepostet und auf YouTube findet ihr das in der Textbeschreibung hier direkt drunter. Direkt hier drunter unter dem Video, das ihr euch dann gerade anschaut oder anschauen werdet. Wir spielen Stronghold Warlords. Viel Vergnügen. Das ist der Umfang des Spieles hier. Auf der linken Seite. Multiplayer, klar. Logo. Dann gibt es im Einzelspieler-Bereich Folgendes. Es gibt ein Tutorial. Das habe ich auch schon gespielt. Das ist ein kurzes Tutorial. Das erklärt wirklich nur die einfachsten Geschichten im Spiel. Dann gibt es das freie Bauen über verschiedene Karten. Das heißt hier Dschungellichtung, die offene Steppe, Insel der Gelassenheit. Das ist für die Leute, die mehr Vergnügen haben an dem reinen, nackten Aufbaupart. Das heißt, da muss man keine Angst haben, dass man überrollt wird von Feinden. Da baut man und baut man. Baut einfach schöne Burgen, die man nachher auch bestaunen kann, auf drei verschiedenen Karten zur Auswahl. Den nächsten Modus, den ihr habt, ist der typische
Trainingsmodus im Einzelspielerbereich. Das ist hier das angepasste Scharmützel, die Skirmish-Karten. Das heißt, es gibt verschiedene Kartentypen, Divisionen, Kommandanten für eine verschiedene Anzahl von KI-Gegnern, gegen die man antritt und auch mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und in verschiedenen Umgebungen. Man kann die Startwaren einstellen in verschiedenen Bereichen, mit wie viel Gütern, mit wie viel Nahrung oder Holz man vor allem startet. Wo der Vorteil ist bei der KI, ob die eher Gold gewinnen beispielsweise, dass die Schlüsselressource ist für das Ausheben von Truppen. Und dann sieht er schon eine Besonderheit von Stronghold Warlords im Vergleich zu den Vorgängern. Es gibt sogenannte Kommandanten. Das sind NPC-Charaktere auf den Karten, die sowohl eure eigentlichen Herausforderer als auch ihr selber für eure Dienste gewinnen könnt. Entweder diplomatisch oder militärisch könnt ihr die verpflichten, euch zu helfen. Das funktioniert dann über Diplomatiepunkte oder über brutale und nackte Gewalt. Wie das im Detail funktioniert, schauen wir uns gleich an. Und auch die findet man halt in verschiedener Art und Weise auf diesen Karten. Und dann gibt es als letztes im Einzelspielermodus halt die Kampagnen. Die spielen wir und das sind deren viele. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene und die sind dann wieder unterteilt. Hier seht ihr in 6 zum Beispiel, ich habe die ersten 3 Missionen schon mal gespielt. Hier startet man in Vietnam und dann sind halt eine Reihe von weiteren Kampagnen. Das ist Genghis Khan, die Ankunft der Mongolen, 6 Missionen. Das hier ist die Kampagne der Informant, der Weg des Friedens, da geht es Richtung China. Das ist eine Kampagne in Japan, Toyotomi Hideyoshi. Ist auf dessen Seite spielen wir und das ist die 5. Kampagne, ganz berühmt, die streitenden Reiche von China, Xinxi, Huang und dessen Geschichte erzählen wir nach. Man kann die freischalten, halt allmählich die Vorhängeschlösser verschwinden da dann und hier starten wir. Das sieht aus nach einem unfassbar großen Umfang, so viele Kampagnen, so viele Missionen, aber Achtung, teilweise sind die relativ kurz, man spielt flüssig, man kommt gut durch, also erwartet nicht, dass ihr dann an jeder einzelnen Mission 3 Abende sitzen werdet, so ist das nicht. Dschungelkönigreiche, mit dieser Kampagne starten wir, 3. Jahrhundert vor der Zeitenwende, mit diesem Herrscher hier unten, einem lokalen Herrscher, der gegen die Chinesen und andere sich zur Wehr gesetzt hat, selber auch aber durchaus expansiv gedacht und gekämpft hat. Ein neuer König ist da, ein neuer junger König, ein König übrigens, von dem man mittlerweile sagt, man weiß gar nicht hundertprozentig, der Herrscher, den wir gleich spielen werden, ob das jemand ist, den es wirklich gegeben hat oder ob es nur eine legendäre Gestalt war oder ob die Eigenschaften, die Biografien von mehreren Herrschern in dieser Person zusammengeflossen sind, liegt ja auch eine ganze Weile zurück, dass er gelebt hat. Einmal rein. Das ist dieser Mann. Wir haben 2 Arten von Lagebesprechungen und Hinweisen. Die Lagebesprechungen sind die allgemeinen Dinge. Ein neuer König, das ist die Geschichte, die wir eben ja schon kennt. Der Stamm der Tuk ist in einer prekären Lage. Der Anführer gestorben, sein Sohn Tukpan oder Tukpan muss nun schon in jungen Jahren seine Stelle als König einnehmen. Sein Stolz, sein Volk, stolz, unverwüstlich, seine Krieger, kriegserfahren. Auch die benachbarten Stämme glauben, sie haben eine Schwachstelle entdeckt, halt die Jugendlichkeit dieses Anführers. Sie gehen davon aus, dass der junge Anführer unerfahren ist. Gemeinsam wollen sie den neuen König durch einen schnellen Angriff vom Thron stoßen. Wir müssen in der ersten Mission die Invasionen aus dem Dschungel überleben, unsere Wirtschaft erweitern und die Kriegsherren in den nahegelegenen Ländereien gefangen nehmen. Drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Ich sitze genau davor, wir nehmen den mittleren. Über Hilfe kommt man in ein allgemeines Kompendium rein, in eine Enzyklopädie, wo man wirklich zunächst mal alle Hilfethemen, die für diese Mission relevant sind, aufrufen und sich anschauen kann. Es gibt aber auch, wenn man die Partie einmal gestartet hat, eine allgemeine Hilfebibliothek, wo man dann über die einzelnen Missionen hinaus wirklich alles lesen kann zu jedem einzelnen Feature und zu jeder einzelnen Mission. Alle Spielmechaniken erklärt, das haben die gut umgesetzt, die Dinge sind da untereinander verlinkt, man kann hin und zurück gehen, das ist fein gemacht. Die Hinweise sind taktische Tipps, die kann man sich anzeigen lassen, die muss man sich nicht anzeigen lassen. Bewegt alle eure Truppen in das Dorf, von dem die Angriffe ausgehen. Bringt Blasrohrstammesangehörige auf den Klippen in Stellung, macht euch den Höhenvorteil zunutze, greift einen Kriegsherrn an, reduziert ihre Gesundheit, bis sie niederknien, bewegt einige Truppen zum knienden Kriegsherrn, um seinen Gehorsam zu fördern, setzt Diplomatiepunkte ein, um später dann Edikte zur Gefangennahme von Kriegsherren zu erlassen, das ist die Alternative, militärisch oder friedlich kann man sich die schnappen und wir können Kriegsherren in beliebiger Reihenfolge gefangen nehmen und das wollen wir jetzt auch machen. Rein in die Partie! Viel Vergnügen.
mitten im Dschungel Vietnams. Bambuswälder aller Orten. Ein kleiner Vorposten. Hier starten wir unsere Karriere als Feldherrn. Eine Nachricht von Thuc Phan. Her zu mir, meine Krieger! Heute werden wir siegen! Oh, Thuc Phan heißt der, aha. Hoheit, wir sind Ihnen zahlenmäßig überlegen, aber einige der Truppen geben nicht ihr Ganzes. Ich möchte euch raten, eure Krieger in der Nähe des Burgfrieds zu behalten und sie dann in den Kampf zu holen. Zwei Arten von Truppen haben wir zu Beginn. Blasrohrkrieger, einfache und dann so einfache Schwerkämpfer, Stammeskrieger. Es ist sehr beruhigend, dass unsere Truppen jetzt stärker sind. Und gerade noch rechtzeitig. Ich sehe schon Truppen am Horizont. Wir konnten sie abwehren, aber es sind noch mehr auf dem Weg, Hoheit. Wir sollten unsere Truppen verstärken, bevor sie ankommen. Eine Nachricht von Thuc Phan. Solide Verteidigung, mein Freund. Danke. Eure Befehlsgewalt erfüllt mich mit Stolz. Jetzt müsst ihr nur noch beweisen, dass ihr ein Dorf genauso gut wie eure Soldaten führen könnt. Denkt daran, Hoheit, wir müssen unseren Beliebtheitsgrad hochhalten, damit wir neue Bauern ziehen. Wie wäre es, wenn ihr noch mehr Reisfelder anlegen würdet, damit die Bauern mehr Essen erhalten? Das mache ich sehr gerne. Und das funktioniert auf folgende Art und Weise. Das hier können wir Truppen rekrutieren. Und hier rechts seht ihr eine Liste, wie viele Menschen, wie viele Bauern im Augenblick bei uns leben. Und wenn die rechte Zahl größer ist als die linke, also wenn die rechte Zahl im positiven Bereich ist, dann kommen lauter Leute nach. 16 sind im Augenblick da, die wir rekrutieren könnten, entweder fürs Militär oder für die Wirtschaft, die nichts zu tun haben. Die könnten wir jederzeit uns dazu holen. Der Wert muss positiv sein. Das hier sind die Steuern. Wenn wir hier mehr Steuern eintreiben, dann sackt der positive Wert runter und die Leute kommen langsamer rein. Aber noch kommen sie rein. Das kann man allerdings dadurch auch verbessern, indem wir ihnen zum Beispiel erhöhte Nahrungsmengen zur Verfügung stellen. Unten das Baumenü unterteilt in verschiedene Gebäude. Wir gehen mal in die Nahrungsgebäude rein und setzen rund um den Kornspeicher, der steht hier. Da stehen potenziell 4 Arten von Nahrungsmitteln zur Verfügung. Tee, Fleisch, Gemüse und Reis. Da bauen wir jetzt erstmal ein paar weitere Reisfelder in die Nähe. Bislang ist nur ein einziges da. Stellen die möglichst daneben. Die Leute, die hier halt den Reis pflanzen und dann dorthin bringen. Mit all diesen Farmen sind unsere Kornspeicher bald reichlich gefüllt und wir können die Reisrationen steigern. So brauchen wir zwar unseren Reisbestand schneller auf, aber ihr werdet bei der Bevölkerung noch beliebter, Eure Exzellenz. Jetzt gehen wir bei den Reisrationen von normale Rationen rauf auf doppelte. Dank der großzügigen Reisrationen ist eure Beliebtheit gewachsen. Das bedeutet, dass wir die Steuern erhöhen und mehr Gold für die Schatzkammer sammeln können. Das höre ich gerne. Was wir als nächstes machen, ist auch noch mehr Holz gewinnen. Die Wirtschaft unseres Dorfes blüht. Allerdings geht uns langsam das Holz aus. Ich würde euch empfehlen, ein paar Holzfällerlager zu bauen, Sire. Ich packe mich mal ein Stückchen mit der Kamera weiter nach rechts rüber. Hierhin. Ich glaube, da könnt ihr mehr sehen, ne? Einverstanden? Wieder rein ins Spiel. Weil ich saß genau vor der Ressourcenanzeige. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und da seht ihr die verschiedenen Ressourcen im Spiel. Reis, oben ist das Gold, darunter Holz und Eisen und Tee, Stein und Kleidung. Und der Goldwert steigt allmählich an. Die Nahrungserträge sind sehr, sehr hoch. Reis wird hier wirklich von den Leuten auf den Feldern gewonnen und dann hier reingebracht. Man sieht hier auch hin und her laufen. Man sieht, wie die Leute sehen, wie die den Reis dann auf diesen Tischen ausbreiten zum Trocknen oder zum Schlagen, zum Verarbeiten und dann hier hinbringen in die Kornkammer, die sich allmählich füllt. Das ist wirklich ganz hübsch simuliert. Wir haben viele Reisfelder mittlerweile. Ich habe die Reismenge, die Rationen aufs verdoppelt. Man könnte die auch noch verdreifachen. Dann steigt die Beliebtheit noch weiter an. Dann erhöhen wir nochmal die Steuern. Jetzt sind wir noch ganz knapp, ihr seht das rechts, ganz knapp noch im Plus mit den Bauern hier. Wir können neue Truppen rekrutieren. Einfache Nahkämpfer, einfache Schwerkämpfer. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Diese simplen Leute, die wir jetzt uns geholt haben, die brauchen nur Gold. Die besseren, die Truppen, die wir uns später holen, die brauchen dann spezielle Ausstattung. Die brauchen Bögen, Rüstung, Schwerter, was auch immer. Das ist eine simple Sache, die brauchen halt wirklich nur Gold. Einmalig Gold, nicht laufend Gold. Insofern können wir die uns gut holen. Holz geht allmählich dem Ende entgegen. Wir haben hier ein einzelnes Holzfällerlager, das ist ein bisschen wenig.
Was wir hier oben haben, ist ein Vorratslager. Da wird nicht die Nahrung hingebracht, die kommt in den Kornspeicher, sondern hier oben kommen halt die anderen Dinge rein. Stein, Eisen, Salpeter, Schwarzpulver, Seidenraupen, Kokons, Seidenzwirn und Kleidung. Das heißt, es gibt auch so einfache Weiterverarbeitungen beim Thema einfache Produktionsketten, beim Thema Kleidung. Mit dem einzelnen Holzfäller kommen wir nicht ewig weit. Wir klicken wieder irgendwo rein ins Freie, gehen wieder ins Baumenü und bauen ein weiteres Holzfällerlager so hin, dass es in der Nähe vom Wald ist und zugleich in der Nähe ist vom Lagergebäude hier. Hier könnte man zum Beispiel eins hinstellen. Dann stelle ich gleich nur ein zweites dann daneben hin. Und sogar noch ein drittes, dann haben wir immer genug. Es ist Zeit, aus dem Schatten hervorzutreten und gen Zukunft zu blicken. Sehen wir, was eure Krieger können. Ein König kann die Kriegsherren der Nachbarländer gefangen nehmen. Das schreckt all jene ab, die ihn noch herausfordern wollen. Ihr müsst einen Kriegsherrn erst im Kampf besiegen, bevor er euch die Treue schwört. Hier kommen feindliche Fernkämpfer, dann müssen wir hier diese einfachen Vorposten verlassen, diese Holzschilde und in die Offensive gehen, ansonsten würden die sich nur gegenseitig niedermetzeln. Die können wir im Augenblick nicht bauen, später könnten wir die bauen, die sind ja vom Spiel erstmal platziert, später können wir richtige Mauern bauen, Türmen und können die Mauern auch bemannen. Im Augenblick geht das nicht, das sind diese einfachen Holzverschläge, einfach nur eine Deckung, die wir haben. Das ist jetzt nur rudimentär die wichtigsten Spielmechaniken zu Beginn. Das ist, funktioniert wie ein zweites Tutorial, die Einzelspielerkampagne. Es werden immer mehr Dinge freigeschaltet, immer bessere Truppen, immer komplexere Ketten, die man braucht, um für die Ausrüstung herzustellen und so weiter. Und immer mehr Warentypen spielen dann auch eine Rolle. Hier seht ihr, wie das Holz rübergebracht wird, wenn der Kornspeicher wieder schon fast voll ist. Und ich finde, wir können es uns bei dem Plus von Bauern durchaus auch leisten, noch ein paar weitere Nahrungsgebäude, noch ein paar Reisfelder mehr neben den Kornspeicher zu platzieren. Man kann immer nur einen Kornspeicher setzen, nicht mehrere. Das heißt, wir sollten hier wirklich eng daneben bauen, damit die Wege immer kurz sind. Solange es geht, bauen wir noch ein paar mehr, damit wir hier auch hohe Nahrungserträge. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Minus 3. Ich gehe mal mit dem Steuersatz runter. Jetzt haben wir plus 9. Jetzt kommen die. Jetzt läuft das langsam an. Jetzt haben wir wieder 9 Bürger. Und die füllen sich allmählich. Die Bürger spawnen hier. Hier seht ihr, wie die rausrennen bei diesem hölzernen Bergfried. Oder Burgfried, Bergfried heißt das, und laufen dann rüber zu ihrer Arbeit. So viel Reis! Da gehen sie zu ihrem Arbeitsplatz. Hier entstehen die. Und das sind wir. Das ist unser Anführer. Das ist Tokfan, der immer mit uns spricht. Bisweilen. Jetzt kommen wir alle hin und jetzt wird hier mehr Reis noch hergestellt. Ja? Und jetzt gehen wir mal bei den Reisressourcen. Wir sind ja bei 767 Reis. Nochmal auf statt dreifache Rationen auf vierfache. Die Leute sollen sich die Bäuche vollfressen. Beliebtheit auf 10. Wir erhöhen die Steuern nochmal. Jetzt sind wir bei minus 2. Noch mehr Reis. Fünffach. Mehr als fünffach geht nicht. Also sechsfache Reisration geht nicht. Dann würden die Leute platzen. Das gäbe dann einen Splatter-Effekt. Den wollen wir nicht haben. Das ist ein Aufbauspiel. Aber plus 2, damit können wir arbeiten. Hohe Steuererträge und wir generieren Gold um Gold. Und jetzt können wir, es ist uns ein leichtes, gleich noch mehr Truppen zu rekrutieren, wenn sie kommen. Die 2 ist ein bisschen weniger. Ich gehe mal mit den Steuern wieder etwas runter, damit die Bauern schneller hier spawnen. Es kann sein, dass wir noch mehr, Unterkünfte erstmal bauen müssen. Nee, die stehen nicht zur Verfügung. Kann sein, dass ich zu viele Arbeiter mittlerweile habe. Weitere entstehen nicht. Dann machen wir, die Beliebtheit ist ja bei 14, Nahrung wächst ohne Ende. Dann machen wir ein paar Felder wieder weg. Einmal hier drauf geklickt. Stehen noch keine zur Verfügung. Wir brauchen nicht so viele Holzfäller. Das ist echt zu viel. Wir haben jetzt 135 Holz. Wir haben jetzt schon fast alles gebaut in dieser Mission. Wir machen das Holzfällerlager hier weg, gehen hier auf das Tool zum Entfernen, ein Radiergummi, machen den einmal weg, der stand eh so weit weg und den hinteren. Und jetzt sollten uns eigentlich 9 Leute hier zur Verfügung stehen, da sind sie. Die sollen dann hier entstehen. Im Schneckentempo kommen sie dazu. Ich glaube, ich entferne auch nochmal ein paar Nahrungsgebäude, das war zu viel. Ich habe es maßlos übertrieben. Einfach zu viele Leute hier. Da. Jetzt können wir mehr Leute einsammeln. Wir gucken mal, wen wir von welchem Typ haben. Das sind die Blasrohrstammeskrieger 21.
Und 19 von den Stammeskriegern haben wir. Stellen die alle zusammen und jetzt packen wir uns die und laufen zum nächsten ersten Kriegsherrn rüber. Das ist ein kleines Territorium, wir uns holen wollen. Das heißt, wir ziehen mit allen hier runter und ziehen diesen Weg entlang. Hierhin, da ist er nämlich, den wollen wir angreifen. Die Karte ist unterteilt in verschiedene Regionen. Und die Truppen, die weiter hier noch entstehen sollen, die schicken wir hier hin. Ah, die paar dürfen hier auch bleiben. Ein paar sollen hier bleiben, um zu verteidigen. Jetzt nehmen wir die hier. Wir laufen hier rüber. Kartek lässt sich uns auch drehen. Und das ist der feindliche Bergfried. Oben hockt der feindliche Kommandant. Der ist super stark. Und ein paar wenige, die ihn verteidigen. Wir schnappen, greifen erstmal die Kollegen hier unten an. Und jetzt beginnen wir mal, erstmal mit den Blasrohr-Stammeskriegern aus der Entfernung auf den drauf zu feuern. Das ist nämlich ein Nahkämpfer. Die schießen erstmal ganz runter. Das geht allerdings im Schneckentempo. Die sind nicht die stärksten Angreifer, aber es geht schon. Ein bisschen mehr noch geschafft haben. Da gehen wir mit den Speer-Stammeskriegern vor. Die gibt es in unseren verschiedenen Haltungen. Schauen wir bitte unten rechts. Hier gibt es Verteidigungsstellungen, Abwehrhaltung, Angriffsstellung. Das bedeutet halt, wie weit man nach vorne rennt, wenn man angegriffen hat. Ob man rumschwerft, eigenständig Ziele angreift, ist ja die Angriffsstellung. Ob man immer an der Stelle stehen bleibt, Abwehrhaltung oder so ein Balancing-Geschichte in der Mitte. Verteidigungsstellung. Und da gibt es noch verschiedene Formationen, drei, die man annehmen kann. Patrouillen kann man machen, Ziele geben und so weiter. Ist fast runter und den Rest holen wir uns jetzt mal mit den Stammeskriegern. Laufen hoch, die stürmen den Bergfried, stellen sich neben ihm auf, stechen zu. Jetzt stehen wir neben ihm, er ist auf 0 runter mit den Lebenspunkten und jetzt kommt ein Feature, wir nehmen ihn jetzt automatisch gefangen, wenn wir direkt neben ihm stehen. Ich unterstehe eurem Befehl. Wir werden angegriffen! Dieser Kriegsherr untersteht nun eurem Befehl, eure Exzellenz. Klickt auf den Button Kriegsherren, um die entsprechende Karte zu öffnen. Das haben wir jetzt gemacht. Und das ist diese Karte hier links, direkt neben mir. Schaut mal, da klicken wir einmal drauf. Auf der Karte seht ihr einen Überblick über das gesamte Schlachtfeld. Ihr erkennt eure Ländereien an dem Symbol eures Burgherrn. Die anderen Ländereien gehören den ansässigen Kriegsherren. Ihr könnt sie erobern, um strategische Vorteile zu erlangen. Klickt auf den gerade gefangenen Kriegsherrn, um die verfügbaren Erlässe für ihn zu sehen. Das ist natürlich eine kleine Karte, eine simple Karte. Auch der Angriff auf den Warlord war gerade ziemlich mickrig. Die Warlords, die Kriegsherren, gibt es in verschiedenen Stufen. Wie mächtig die sind und wie stark die sich auch zur Wehr setzen. Es gibt bei den Kriegsherren immer zwei Eigenschaften oder zwei Hindernisse dafür, wie man die sich holen kann. Man kann die sich diplomatisch holen durch den Einsatz von Diplomatiepunkten oder militärisch, wie gerade gesehen. Und dafür gibt es Schwierigkeitsgrade. Der eine Kriegsherr ist super schwer zu erobern, der andere super leicht. Da gibt es welche, die sind halt diplomatisch schwer oder leicht zu holen und die haben auch entsprechend starke Boni oder Bonusse, die sie dann mitbringen. Die Karte ist so unterteilt. Hier seht ihr noch weitere Kriegsherren. Wenn man den hier, da waren wir gerade, den hier anklicken, dann sehen wir hier oben rechts die Diplomatiepunkte. Die entstehen über Zeit. Da gibt es auch Gebäude, die teuer sind im Bau und die auch limitiert sind. Man kann da nicht unendlich viele von bauen und die generieren Diplomatiepunkte über Zeit. Und mit diesen Diplomatiepunkten kann man grob gesagt drei Dinge machen. Das erste ist, dass in der Mitte, das sind die Standardgeschichten, von denen kann man immer eine Sache machen, ein Edikt erlassen. Eine Lieferung zum Beispiel verlangen. Schickt mir Diplomatiepunkte, schickt mir Reis, schickt mir Gemüse, schickt mir Fleisch, schickt mir Geld, irgendwas in der Art. Das sind diese Edikte, wo eben darüber gesprochen wurde. Und die kosten halt eine kleine Menge an Diplomatiepunkten, die sind dann weg. Es geht immer nur eins zur gleichen Zeit, immer nur ein Edikt. Die zweite Sache, die man machen kann, eine Sondersache, einmal Diplomatiepunkte ausgeben, um Verteidigungsanlagen zu reparieren. Und mit einer oberen Kategorie, da kann man seine Diplomatiepunkte investieren, damit der Warlord, der Kriegsherr, höhere Effekte hat, wenn man solche Edikte durchführt. Das heißt, wenn man den verbessert, wenn man den geskillt hat, bekommt man bei der Durchführung dieser Lieferung oder dieser Edikte stärkere Lieferungen dann. Wir machen einmal, wir sehen das hier beim Reis, hier steht, schickt in regelmäßigen Abständen Reis, Warenlieferungen, Reis wird 6 geliefert, Lieferung 12, Zeitintervall 10 Sekunden, hier wäre es 6, 12, 10. Gemüse können wir selber nicht herstellen, Reis können wir herstellen, Gemüse nicht. Reis können wir in rauen Mengen herstellen, ich hätte gern Gemüse von ihm. 6, 12, 10, wir verbessern ihn einmal, 40 Diplomatiepunkte verschwinden. Eine schlaue Entscheidung, Eure Hoheit. Die Lieferungen sind auf dem Weg. Jeder Kriegsherrentyp hat eigene Erlässe, sowie einen einzigartigen Vorteil, wenn er eurem Befehl unterliegt.
Und hier steigt es langsam wieder an. Und jetzt bekommen wir, wenn ihr auf Gemüse seht, wahrscheinlich mehr, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt dieselben Zahlen wie eben. Ich kann keinen Unterschied erkennen, aber es sollte eigentlich gut sein, weil hier steht, es wären 15% mehr Edikt verbessert. Ja, sehe ich gerade keinen Unterschied. Wir klicken Eure einmal Waren auf Gemüse. Verschickt. Gehen wieder raus und jetzt wird regelmäßig Gemüse geliefert. Hier erfüllt unten. Von Ehre erhebt sich der Tuk-Clan. Ihr habt euch meines Vertrauens würdig erwiesen. Doch hier sind wir noch nicht sicher. Das Gemüse wird dann auch hier hingeliefert. Wir müssen noch einen weiteren Kriegsherrn gefangen nehmen, bevor die anderen Stämme uns in Frieden lassen. Man sagt, es sei sinnvoll, Freunde zu haben. Und beim Gemüse seht ihr hier ebenfalls, wir haben nämlich keine Gemüserationen eingestellt, die werden aber gleich geliefert. Wenn ihr hier seht, wie viele hier drin sind, seht ihr, es sind 18 Gemüse schon da. Wir gehen mal auf eine einfache Gemüseration. Einmal bekommen die regelmäßig Gemüse, das gibt uns nochmal 6 plus an Beliebtheit, das investieren wir wiederum in den höheren Steuersatz. Da gibt es später noch andere Quellen, Fleischrationen, Tierrationen, Kleidung und es gibt auch Unterkunftqualität. Wir können ja keine Unterkünfte bauen auf dem Level. Ein Level weiter in der nächsten Mission werdet ihr schon sehen, da gibt es 5 verschiedene Typen von Unterkünften, von Häusern, von simplen Hütten oder von prachtvollen Häusern für unsere Leute. Dadurch können wir auch die Beliebtheit steigern. So, wo sind unsere Truppen? Wir müssen noch ein bisschen weiter rennen. Die lassen wir hier mal stehen, die machen hier die Basisverteidigung. Und den bewegen wir uns hier rüber. Der Kommandant im Turm bleibt da stehen. Also der wird jetzt nicht mitziehen, der gibt nur so einen allgemeinen passiven Bonus halt. Und der kann auch wiederum gefangen genommen werden von der KI. Die kann dasselbe machen wie wir. Die kann reingehen auf eines dieser Teilterritorien, kann einen runterschießen, den dann capturen und kann dann selber dessen Vorteile an sich nehmen. Das heißt, wir könnten ihn auch wieder verlieren. Hier geht das schlecht, weil der ist so eingebaut in eine Sackgasse, da ist das kaum möglich. Okay. Das sind unsere Leute. Wir holen uns mal wieder ein paar mehr noch an. Blasrohrstammeskrieger, die laufen hier rüber und dann gehen wir weiter ins nächste Territorium. Warten hier rüber über diesen Fluss und gucken mal, was wir da erleben. Hier rechts seht ihr, dass die Lieferungen laufen, dass wir wieder eine neue uns holen können. Eure Waren wurden verschickt. Jetzt werden sie verschickt. Und das habe ich selber persönlich noch nicht so ganz kapiert. Wenn ihr mal reingeht hier in wann, wie man das auf der Hauptkarte sehen kann, dass man hier nochmal draufklicken muss. Weil ich habe den Eindruck, diese Lieferung, dieses Symbol, dieser Hinweis ist immer derselbe. Das heißt, hier links gibt es Lieferung geschickt, 6 Gemüse. Das heißt, müsste man jetzt wirklich hier hingehen und nochmal klicken? Ich weiß es nicht. Irgendwann muss man nochmal klicken. Irgendwann kann man auch dann wechseln zu einer anderen Geschichte. Aber ich kriege das nie mit, wann mir das jetzt im Hauptmenü, ob mir das signalisiert wird und wenn wie, dass ich wieder reingehen muss, um noch so eine Lieferung mir zu holen. So, jetzt mal laufen wir mit denen mal weiter auf die andere Seite. Folgen hier diesem Weg Richtung Norden. Der kleine grüne Balken hier unten, du meinst der blaue Balken, das könnte sein. Stimmt, der wird voll, du hast recht. Lea Mas hat ihn gerade entdeckt, danke dir. Gehen hier rüber, auf die andere Seite. Und ihr seht, wir haben links und rechts jeweils einen. Einen müssen wir gefangen nehmen, welcher ist egal. Der ist schon etwas besser bewacht und der hier hinten, der ist deutlich schwächer. Komm, wir nehmen mal die große Herausforderung und stürzen uns hier in den Kampf. Wir gehen hinter diese Teile. Die sollen nicht in Deckung fallen. Greifen einmal die Kollegen hier an. Jetzt wird wieder runtergebracht. Wir schicken mal alle rauf. Komm, das geht doch so. Attacke! Wir werden angegriffen. Ausgerechnet die Nahkämpfer sind unten und die Fernkämpfer oben. Das ist natürlich nicht so ganz der Sinn. Sehr schön. Und wir haben einen weiteren Kriegsherrn gleich gefangen genommen. Dann haben wir auch schon die Mission beendet. Da ist er. Ich unterstehe eurem Befehl. Eine Nachricht von Tuk-Fan. Ein weiterer Kriegsherr gehört nun zu uns. Der Wille der Tuk ist ungebrochen. Sehr schön.
Sieg war nicht so schwer, aber war auch quasi ein erweitertes Tutorial. Dann haben wir hier noch ein paar Statistiken in dieser ersten Mission. Das ist, was wir hier, von welchen Ressourcen, was wir bekommen haben. Und es gibt noch ein Liniendiagramm. Wir sind da einzig gelocht gewesen. Der Rest waren ja nur so kleinere Geschichten. Das heißt, deshalb gibt es ja keine weiteren Balken, keine weiteren Graphen in Farmen, weil wir keinen großen KI-Konkurrenten auf der Karte hatten. Wir mussten uns einfach einmal durchkämpfen. Da kann man die verschiedenen Dinge sich anschauen, die verschiedenen Werte und wie sich das im Laufe der Mission verändert hat. Jetzt nochmal gleich die zweite Mission, hängen die hinten dran. Bin mal sehr gespannt, wie die dann so läuft. Und nochmal ganz kurz der Hinweis bei Interesse. Hier gibt es das Spiel bei Games Planet noch bis zum 6.4. mit dem Community-Gutscheincode, den ich habe über Links, die im Twitch-Chat gepostet werden, beziehungsweise auf YouTube unter dem Video stehen. Das ist ein Gutscheincode, durch den man das Spiel dann deutlich billiger bekommt, bei Interesse. Wir machen jetzt aber erstmal weiter auf Twitch und auf YouTube geht es dann auch weiter.